Willkommen bei mir im Salon. Auch diese Woche war ich wieder unterwegs in der Stadt, ganz nach dem Motto, der richtige Stil ist eine Frage des Typs. Ganz aktuell die Echo-Verleihung in der Stadt unter dem Funkturm. Und wen treffe ich da gleich am Anfang? Everybody's Darlings, man munkelt Berlins schönster Mann, Mr. Charmy, Dieter Pada, mein nächster MG. Hallo, meine Freunde, schön, dass Sie da sind. Danke. Also erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Was für ein Zufall, ich renne über den Parkplatz, gleich am Eingang treffe ich dich, gibt's auch gar nicht. Ja, das der Mann, der nirgendwo fehlen darf. Viele Looks, viele Stylings auf der Echo-Verleihung haben wir da gesehen. Du bist der Mann der Szene, darüber würde ich mich gerne mit dir unterhalten. Hier habe ich schon mal was für dich. Das erste Bild, was mir aufgefallen ist, Till Lindemann und du, ein Rocker im Satin-Anzug. Was für ein Zufall, bin ich mit drauf? Ja, war erstaunt über Till Lindemann. Passt ja gar nicht zu ihm, er ist ja der Rocker, klassisch. Ja. Und jetzt steht er hier im Anzug. Ich fand das sehr lustig. Ich habe einen sehr ähnlichen roten Satin-Anzug. Ich fand es lustig, dass ich den nicht anhatte, aber war auch in Rot und er war sehr nett. Nadine Tronka, das Sahnehäubchen der Stadt, darf nicht fehlen auf keiner Veranstaltung. Unsere kleine Prinzessin. Keine Veranstaltung ohne Nadine Tronka. Das Foto habe ich auch schon gesehen, das ist bei Getty Images veröffentlicht worden. Super, also ich finde sie klasse. Erinnert mich sehr an Madonna, Like a Virgin. Sehr rockig, fetzt, perfekt, Nadine Tronka. Und hier Barbara Schöneberger. Ich muss ganz ehrlich sagen, Dieter, das war eine Frau, die ich irgendwie nicht wirklich so mochte. Aber nach der Nummer, als ich sie da live erlebt habe, alle anderen haben vom Teleprompter abgelesen, sie hat alles frei Schnauze gemacht. Unglaublich, die ist toll, die Frau. Aus dem Ärmel geschüttelt. Und sehr lustig dazu auch noch. Also Wahnsinn. Wirklich unglaublicher Humor und sie sah klasse aus. Toll. Schwarz, kann sie nichts verkehrt machen. Wundervolle Haare, tolles Lächeln. Auch sie, ein Pluspunkt für die Stadt. Absolut doch. Jetzt was ganz anderes, The Weeknd. Kannte ich bis dato nicht. Tolle Stimme, mit Style muss man mögen. Muss man der Typ für sein. Und das muss man erstmal hinkriegen. Muss man hinkriegen, ja. Topmodel, Stilikone, eine Augenweide, Franziska Knuppe. Wow, tolle Frau. Tolles Outfit, perfekte Schuhe, der gelungene Auftritt und sie ist echt nett. Super echt Styling, nett, ja. Tolle Frau, da kann man nichts sagen. Absolut, Hammer. Passt genau dahin. Traumfrau. James Bay im Duett mit Sarah Connor. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, Wahnsinn, ich habe echt Gänsehaut bekommen. Einen tollen Auftritt, tolle Performance, super gut. Sarah Connor, bin ich ein Fan. Ihm würde ich vielleicht mal Shampoo empfehlen. Er sah ein bisschen schmuddelig aus und das muss auf der Bühne nicht wirklich sein. Also, sorry. Ja, das denke ich auch. Also bei seinem Styling habe ich auch gedacht, er sollte ab und zu mal einen Friseur aufsuchen und sich ein bisschen mehr um die Haarpflege kümmern. Hast du Visitenkarten verteilt? Versucht zumindest. Jamie Lee Krivitz, der Paradiesvogel der Nation. Sie tritt für Deutschland auf. Eurovision Song Contest. Ja, das Küken bei der Echo-Verleihung, niedliches Kind, pausiert gerade in der Schule und wir wünschen dir viel Erfolg. Ich drücke ihr die Daumen, ganz Absolut. Toll. Ich finde es auch schön, sie möchte danach auch ihren Abi nachholen. Ja, toll. Sie pausiert gerade, genau. Lena Meyer-Landrut zittert im Balmain-Kleid über den roten Teppich. Und sieht dabei wunderbar aus. Endlich hat sie die richtigen Stilberater, sie ist erwachsen geworden. Und hat die Farbe entdeckt. Früher wunderbar. In schwarz und jetzt... Toi, toi, toi. Mein neuer Liebling, Robin Schulz. Ich muss ganz ehrlich sagen, Dieter, als man mich gebucht hat für ihn für Styling, da wusste ich gar nicht, wer er ist. Ich habe mir erst im Internet seine Musikvideos angeschaut und war total baff. Der Typ ist genial. Super Spaß gehabt, habe ihn im Hyatt auf dem Zimmer die Haare geschnitten. Ganz locker, wir haben Spaß gehabt, wir haben getrunken, wir haben gequatscht. Toller Typ. Und eindeutig die Frisur des Abends. Die Frisur des Abends, danke dir. Ich habe mir viel Mühe gegeben, aber bei ihm war das gar nicht so schwer. Er war, wie gesagt, ganz locker und cool. Wir haben nett gefeiert. Toll, hat abgeräumt, zwei Echos. Super, ja. Weiter so, Robin. Ja, weiter so. Das Einzige, wo bei mir die Toleranz aufhört, wenn man schon zum Echo geht, wenn man mit den Stars über den roten Teppich flanieren möchte und von den Kameras fotografiert werden will, dann sollte man doch vorher bitte in den Spiegel schauen oder einen Friseur aufsuchen. Das geht gar nicht, dass man das Haarteil auch noch durch die Haare sieht. Oh, die arme Frau. Ich sehe jemanden, du verstehst was von Haaren und Frisuren. Ja, wenn man auf so eine tolle Veranstaltung geladen wird, kann man sich die Mühe machen, dem auch gerecht zu werden. Das sehe ich genauso. Auch das muss es geben. Fazit, der Echo war ein buntes Treffen verschiedener Stile. Es war alles vertreten, vieles war gut, einiges nicht so gut, aber es war toll. Dieter, du siehst immer toll und gut aus. Verrate mir bitte, wie sieht es aus morgens bei dir im Bad? Du, ich stehe schon so auf morgens und mach da nicht viel. Das würde ich mir immer wünschen, genial. Einen Tipp habe ich noch, wir nehmen ein bisschen Wachs, weil mehr brauchen wir bei dir nicht zu machen.
So muss man aussehen. Danke dir. Bevor wir uns verabschieden, lieber Dieter, was ist Berlin für dich in 3 Worten? Sexy, crazy, meine Stadt. Danke, Dieter. Das war mein Blick auf Berlin. Ich freue mich aufs nächste Mal.